Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich bin euer Exitus Master und wir sind zurück in der Heimat auf der Erde. Wir haben die Flotten zur Erde gebracht und jetzt müssen wir die Citadel erreichen, um den Reaper-Strahl zu deaktivieren und beziehungsweise auf die Citadel zu kommen, um die Arme auszubreiten, damit der Tigel andocken kann. Und die Reaper bereiten die Ernte unserer Zivilisation vor und das können wir nicht zulassen. Deshalb sind wir hier. Und dort müssen wir hin. Und es wird ein harter Kampf, die Reaper werden es nicht einfach machen. Ich war James. Hey, Commander. Was? Nicht Loco? Tut mir leid. Alles okay? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Wir bauen das schon alles wieder auf. Es wird zwei Jahrhunderte dauern, aber wenn wir überleben, werden wir es wieder aufbauen. Ich weiß, es ist schwer, aber das ist nur vorübergehend. Aber erst müssen wir mal gewinnen. Lassen Sie sich von denen nicht den Kampfesmut nehmen. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ja. Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber es war mir eine Ehre. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Ganz genau. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, Sir. Hey, viel Glück da draußen, Loco. Danke, James. Ihr könnt aufhören zu salutieren, es gibt hier nichts zu salutieren. Gut. Hier sind wir also. Verzögerung negativ. Rate zur Klärung der Lage, aber Hammer läuft ab wie geplant. Ende. Verstanden. Ja, und hier sind wir also in der vorgezogenen VQ oder wie sich das nennt. Moment, wiederholen Sie das Letzte. Ich wiederhole. Kensington meldet 100% Verluste. Alle weg. Ein Notsignal hat noch gemeldet, dass sie von feindlichen Truppen überrannt werden. Seitdem nicht mehr. Wir gehen davon aus, dass alle tot sind. Scheiße. Thompson und Dewhurst waren dort im Einsatz. Vielleicht sind sie rausgekommen. Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Erstatte Bericht, wenn weitere Informationen reinkommen. Okay, also hier da hinten können wir noch jede Menge Informationen abgreifen, aber ich denke, das ist auf Dauer zu langweilig. Ich denke, es reicht zu sagen, dass die Reaper bereits zurückschlagen und wir uns langsam beeilen müssen, sonst haben wir keine Chance mehr. Datenpad. Jetzt muss jeder sein Bestes geben. Kaidan. Hey, Kaidan. Shepard. Sind Sie bereit? Absolut. Für alles. Nur her damit. Okay. Und die Biotikabteilung? Ihre Schüler? Mehr als bereit. Hungrig. So ist die Jugend. Wir sind jetzt alte Soldaten. Was, Shepard? In der Tat. Das sind wir wohl. Wir kennen uns aus. Wir wissen, das ist der Abschied. Das dürfen Sie nicht denken, Kaidan. Wir werden das Ding gewinnen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde auf Teufel komm raus kämpfen, um Sie wiederzusehen. Aber es gibt da einiges, was ich sagen möchte. Okay. Wenn ich zurückschaue, habe ich nicht viel zu bedauern. Das ist doch erstaunlich, oder? Nach meiner Kindheit... hätte ich mir nie erträumt, mal so ein Leben zu führen. Und viel davon verdanke ich Ihnen. Wissen Sie? Es war ein großes Abenteuer. In der Tat. Das war es.
Aber wie geht's Ihnen? Angst? Ja, verdammt, natürlich habe ich Angst, aber wir müssen es tun. Verdammt richtig, ich habe Angst. Aber diese Angst wird mich am Leben halten, bis ich dem Mistkern eine Kugel mitten ins Herz verpasst habe. Ja. Ganz genau. Dann alles Gute, Major. Für Sie auch, Commander. Ja, ich muss jetzt den Rest meines Trupps finden. Ja. Wissen Sie, dass ich noch nie in London war? Okay, mit einem Satz unterbrochen, aber okay. So, und hier ist ein Kommunikationstech. Und mit dem können wir quatschen. Der richtet uns dann einen Link ein, dass wir dann mit allen nochmal reden können, die jetzt hier nicht hier sind. Und mit dem reden wir jetzt mal. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Zum Beispiel Grant, Jacob, Miranda und so weiter. So, Grant. Grant. Moment, ich verbinde Sie. Dann lass mal hören. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grant. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard? Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Es war mir eine Ehre. Kein Problem, Grant. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grant, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Jacob Taylor. Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard. Sind Sie das? Ja, wer sonst? Jacob, halten Sie durch. Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich nehme Sie bei Bord. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Miranda Lawson. Miranda Lawson. Moment, ich verbinde Sie. Na, Miranda? Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Ihre kleine Party störe. Überhaupt nicht. Geht's besser? Viel besser. Die Lametta-Träger der Allianz haben mein Hilfsangebot nur zögernd angenommen. Aber sie können nicht wählerisch sein. Freut mich, dass Sie dabei sind. Shepard, ich möchte mich verabschieden. Verabschieden? Sollten wir tatsächlich beide überleben, wird alles anders sein. Natürlich wird es das. Aber wir machen die Bedingungen. Bis jetzt sind wir immer weggelaufen. Das muss aufhören. Ich verstehe. Das ist kein Abschied. Sie müssen daran glauben, dass es nicht vorbei ist. Wenn Sie das sagen, okay, es ist nicht vorbei. Ach, gut. Und Miranda? Ja. Vorsichtig sein. Sie auch, Shepard. Okay. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Lieutenant Cortez. Steve Cortez. Oder Steve Cortez. Moment, ich verbinde Sie. Commander, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass das auch für Sie gilt, Cortez. Ich will auf meinen Piloten nicht verzichten. Dafür entschuldige ich mich. Es wurde zu heiß und ich musste weg. Ich dachte, ich drehe noch eine Runde und komme dann zurück. Naja, es war keine meiner Glanzleistungen. Mit meiner alten Trident hätte die Sache anders ausgesehen. Ganz bestimmt. Wichtig ist, dass wir das Flakgeschütz ausgeschaltet haben. Absolut. Und jetzt sind die Reaper dran. Das ist der Plan. Wir schaffen das. Zum Glück bin ich dabei. Und Commander, danke, dass Sie mir den Glauben zurückgegeben haben. Sonst, es hilft, wenn man wieder einen Sinn im Leben sieht. Schön zu hören. Bleiben, Cortez. Jawohl, Sir. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Kasumi. Kasumi Goto. Moment, ich verbinde Sie. Hey, Shep. Sind Sie bereit da unten? Immer doch. Kommt darauf an, ob Sie den Tegel einsatzbereit gemacht haben. Oh, der ist bereit. Ich weiß zwar nicht, was er genau macht, aber es wird auf jeden Fall groß. Viel Glück, Shepard. Wenn Sie es überleben, gehen die Drinks danach auf mich. Okay. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Da bleibt nur noch Samara übrig. Samara.
Moment, ich verbinde sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in ihre Schlacht ziehe. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren. Nur an Ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen Sie wohl überlegt sein. Leben Sie wohl. Leb wohl. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ist niemand mehr übrig. Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Ich bin fertig. Immer noch fertig. Jawohl, Sir. Okay, ich dachte, ich könnte es nochmal versuchen, aber nein. Jetzt geht's hier hoch. Die Trümmer von London. Munition haben wir genug, Granaten haben wir genug. Ich möchte, dass hier sind die Turianer. Mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme Garrus. Müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf und nahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Und hier haben wir Primarch Victus. Er kämpft mit... Er ist nur nicht ein richtigen Anführer. Wenn es nach mir geht, wird das der Letzte sein. Heute wird dieser Albtraum endlich enden. Hoffentlich hast du recht. Wirklich, dass die Reaper besiegt werden können? Da bin ich ganz sicher. Die Sache mit der Sovereign vor ein paar Jahren... Das war der Erste. Und jetzt werden ihm seine Freunde folgen. Primarch Victus. Primarch Victus? Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Ja, schade. Traurig. Jetzt können wir nochmal mit Ihnen reden. Warum sind Sie nicht wieder auf Pelavin? Der Krieg wird auf der Erde gewonnen. Oder verloren. Nicht auf Pelavin. Alles entscheidet sich in diesem Moment. Und man wird wissen, dass die turianische Hierarchie den Tapferen beistand. Wie ist die Lage auf Pelavin? Erdnot Rex hat Wort gehalten. Die Kroganer haben furchtlos bis zum letzten Soldaten gekämpft. Ja, so sind sie. Dadurch konnten wir Zivilisten evakuieren. Dennoch waren die Reaper zu stark. Die einzige Hoffnung für meinen Planeten ist ein Sieg hier auf der Erde. Gut, dass dieses Gespräch möglich war. Viel Glück, Commander. Ihnen auch, Primarch. So. Garrus, alter Kumpel. Shepard. Das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir haben es uns verdient, Garrus. Wir haben viele Schlachten durchgestanden. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. War klar. Drinks auf mich. Niemand stirbt heute. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht, also ducken Sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Gute Option. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Alter Freund. Ja, Garrus. Zwei Ruf. Jetzt gehen wir mal raus. Aha, Explosion. Es gibt Ärger. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet. Da kommt einer von unseren. Alles geschützt.
Wird gemacht. Jetzt baller ich sie ein paar Mal. Alle nieder! Stirbt! Na. Mist, ich habe zu viele durchgelassen, glaube ich. Aber immer dieses Nachladen, ey. Okay, da kommt Luftunterstützung. Gut. Diese Welle haben wir abgewehrt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit Let's Play Mass Effect 3 für diese Folge. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Haut rein, Leute, und bis dann.